Die Randtipps zu Woche 9 in der NFL, präsentiert vom treuesten Tipper der Gemeinde. Du machst es wirklich jede Woche sehr, sehr vorbildlich, sehr, sehr pünktlich. Carsten Spengemann. Guten Tag, jetzt tippen wir. Normalerweise. Nee, warte, ich muss dir das ja erklären. Normalerweise machst du deine Tipps ja ganz gemütlich von zu Hause. Bei uns ist das ja ein bisschen anders. Wir haben ein Two-Minute-Drill. Die Zeit läuft, solange du kein Timeout nimmst. Wie in der NFL, pro Halbzeit hast du 3 Timeouts. Das heißt, du darfst dir 3 Partien aussuchen, wo du den hier machst. Dann wird die Zeit angehalten. Christoph Ecke-Domisch denkt immer, man könnte dann für 6 Minuten anhalten. Aber de facto halten wir für 20 Sekunden an, okay? Ja, so ist er. Regeln sind klar und wir fangen an mit dem Thursday Night Game, das da wäre die Jets bei den Colts. 2 Minuten, da muss ich ja richtig schnell reden. Also die Jets haben definitiv Momentum. Wir haben über White, Sensational White, wie du gesagt hast, gesprochen. Ich würde trotzdem nicht so verblendet sein, jetzt zu sagen, das kann funktionieren. Die Colts haben eine gute Defense. Wird ein knappes Ding. Ich glaube, es wird kein deutlicher Sieg für die Colts, aber es wird ein Sieg für die Colts. Wie viele Punkte, ganz schnell? Unterschied? 7. Die Falcons bei den Saints. Oh, Jameis Winston raus. Trotzdem, irgendwie ist im Angriff der Falcons ein Wurm drin. Deswegen, komm, lass uns mit Simeon gehen. Lass uns mit dem Momentum gehen. Es ist zu Hause. Es sind die Saints. Wir müssen Zahlen zulegen. Die Broncos bei den Cowboys. Definitiv die Cowboys. Die Patriots bei den Panthers. Oh, ist mir zu deutlich. 85-15. Ich würde tatsächlich mit den Panthers gehen, weil ich Darnold Düsentrieb mag, aber ich gehe mit den Patriots, weil da ist das Momentum da. Die Vikings bei den Ravens. Ganz deutlich Ravens, denn das ist einfach das rundere Paket und Kirk Cousins hat es irgendwie letzte Woche nicht hingekriegt, das wird nicht gut. Das ist ein Spiel, auf das ich mich freue, da nehme ich jetzt ein Timeout. Okay. Ganz kurz, wir haben 47 Sekunden Rest und wir haben noch nicht mal die Hälfte der Spiele durchgetippt. Wir haben einen guten Drittel der Spiele durchgetippt. Wird eng. Aber vielleicht können wir mit den Timeouts ein bisschen was schinden. Aber Browns, Bengals, wolltest du jetzt erstmal kurz vor Schnaufpause machen? Ich gehe jetzt einen Kaffee kochen, ich mache jetzt den Icke, hole mir was zu essen und dann komme ich zurück und dann tippe ich weiter. Browns, der irgendwie funktionieren die Receiver nicht. Also egal, ob jetzt Jarvis Landry, ja, der Fumble kann passieren, aber wir hatten wieder die berühmte Szene, dass Odell Beckham versucht, mit einer Hand zu fangen, obwohl er 2 hat. Da ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Ein Ball für 6 Yards hat der gefangen vergangenes Wochenende. Vor allem wieder, ich kriege ihn mit einem Arm. Nimm beide Hände. Also ist der andere ist kaputt oder was? Bengals gegen die Jets verloren, die werden richtig Brassel auf sich selber haben. Das wird ein ziemlich geiles und enges Spiel. Ich glaube tatsächlich, der Browns Rush Attack wird den Unterschied machen. Ich sitze vorne in der Lokomotive des Bandwagons bei beiden Teams eigentlich. Die treffen jetzt aufeinander. Das wird, wie damals auf diesem berühmten Plattencover, eine Zugkollision werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass ganz knapp am Ende die Browns das Ding gewinnen. Okay. Das klingt nach einem geilen Spiel. Die Bills bei den Jaguars. Komm, die Uhr läuft noch nicht. Die Bills. Okay, die Texans gegen die Dolphins. Ich höre auf zu fragen. Die Raiders bei den Giants. Die Giants haben gezeigt, sie können es wieder. Aber ganz ehrlich, Raiders Defense, Crosby und Konsorten, gefällt mir richtig gut, nehmen wir die. Die Chargers bei den Eagles. Timeout! Da ein Timeout, okay. 91-9 sagt die Community pro Chargers. Unten steht ja 25 Sekunden, das ist jetzt Clock Management, verstehst du? Das ist Two Minute, die wir jetzt spielen müssen. Jetzt müssen wir die Zeit anhalten. Ich verstehe. Ganz ehrlich, es ist Herbert. Also, ich frage dich jetzt mal, dein Bauchgefühl, denkst du auch tatsächlich dasselbe, was ich denke? Glaubst du etwa, dass Herbert abbaut im Moment? Also die Formkurve zeigt ein bisschen nach unten, aber so richtig auflösen tut er sich jetzt noch nicht. Nee, ne? Und Eagles, ja, das war jetzt sehr deutlich, aber das waren auch ganz viele Garbage Yards, also geschenkte Yards, weil irgendwie die Lions mehr oder minder sich wie so ein Löwenwelpe auf den Rücken gelegt haben und gesagt haben, oh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich glaube tatsächlich Chargers und zwar mit 10. 10 vorne. Mit 10 vorne. Okay, machen wir weiter. Die Packers bei den Chiefs. Dein Spiel. Ist mir zu deutlich. Ich würde den Chiefs sowas von gönnen, wieder in die Spur zurückzukommen. Aber mit der Präzision seiner Halloween-Figur John Wick, Packers. Packers, das Ganze live aus Kansas City. Die Cardinals bei den 49ers. Ein Timeout habe ich noch, nehme ich.
Bei 007 bitte. Komm, stell die Uhr ready. Ein Timeout habe ich bei 007 gesagt. Habe ich auch gesehen. Bitte. Please reset the game clock. 007. Ich glaube, das können. Ja, guck mal, geht sogar. Geil. Ja, sehr gut. Da müssen wir so immer so machen. Ja. Um Zeit zu sparen, damit wir tatsächlich nicht hier Geschichte schreiben und die Uhr ausläuft und wir zack. Machen wir mal bitte das Bild, dass ich die nächsten Spiele sehe. Ich mache das jetzt in einem Abwasch in meinem Timeout. Das sind tatsächlich drei haben wir noch offen. Oh, pass auf. Ich habe 20 Sekunden. Diese 20 Sekunden werde ich nutzen. Jimmy G, ja. 49ers Defense, nein. Zwei Touchdowns, selber gelaufen am Wochenende. Kyler Murray funktioniert zu gut. Die Niederlage wird tief sitzen. Das war aber genau zur richtigen Zeit, dass die Cardinals verloren haben. Dann ist nämlich dieses Undefeated vorbei. Dann kannst du befreiter aufspielen. Deswegen glaube ich tatsächlich, die Cardinals werden das Ding gewinnen. Und beim nächsten Spiel würde ich sagen, ja, Adrian Peterson kann noch kein Faktor sein. Er muss sich erst ins Team einfinden. Deswegen Rams. Guten Tag, Von Miller ist auch schon da. Der wird noch nicht richtig spielen, aber der wird ein, zwei Snaps kriegen. Und der wird dann auch gut funktionieren. Und bei der letzten Partie können wir die Uhr starten. Und dann können wir es ganz deutlich machen. Dann gehen wir mit Null in die Ziellinie. Die Bears mit Justin Fields, ja, aber es wird eng, die Steelers gewinnen. Punkt. Oh, und mit Ablauf der Uhr haben wir es geschafft. Ich glaube, so pünktlich waren wir noch nie. Könnte daran liegen, dass Ike Domisch nicht hier im Studio anwesend ist. Ich sage vielen Dank an dich, Carsten, für deine Tipps. Gibt es natürlich auch alle später bei Instagram nochmal zum Nachlesen und auf ran.de sowieso. Ganz guten Trip in die Staaten nach Kansas City. Am Sonntag wird es dann ernst für dich. Die Packers zu Gast bei den Chiefs. Ihr seid vor Ort. Ganz viel Spaß und ein bisschen Neid. Danke und Einkaufszettel von dir. Ich bringe dir was Schönes mit. So machen wir es. Gute Woche euch. Ciao. Tschüss.